Hallo und willkommen zurück bei. Bei welchem Spiel? Genau, 7 Days to Die. Dreadout! Dirt Ja, Race! wir sind FIFA! an Tag 14, Zeit 13:13, jetzt 13:14. Und mit dabei wieder der Extreme zockt. Moin, moin. Und der liebe Spondy. Also ich spiele Mario Der Kart. liebe Ja, gut. Sporty. Diese Lügen hier im Spiel, ey, das ist der Hammer. Ah, was? Lüg doch nicht! Hör doch meinen Sound! Was Ja, von deiner Axt, ne? Richtig. Grabton. Ich hab hier vorne das gefunden, wo du gesagt hast, du hattest zwei tief gemacht. Das werde ich jetzt mal ausbessern. Ich habe ein bisschen Boden gecraftet und damit das hier so wieder ebenerdig ist. Da kann man auch sehen, wie weit entwickelt dieses Spiel ist. Du musst ja sogar den eigenen Erdboden craften. Ja? Definitiv. Fundamental halt. Ich glaube, uns reicht das ganze Holz nicht. So, ich habe Hunger und Durst und mir ist ganz schlecht. Och, bitte, Was? bitte. Jetzt wird's aber jetzt Wir unterste haben wieder was gut zu Schublade. machen. Wir haben wieder was gut zu Ja, machen. gut zu machen, warte. Ich habe nur noch 5 Zuschauer. Ich hatte vorhin 9. Ja, siehste, hätten wir mehr Blödsinn gemacht, hättest du mehr Zuschauer jetzt, ja? Die anderen sind eingeschlafen und auf die Alt-F4-Taste gekommen. Wahrscheinlich. Oh, herrlich. So, ich mach die Mauer wieder weiter. Also, meine Folgen sind die spannendsten übrigens. Also, wenn ihr irgendwo mal gucken wollt, würde ich euch empfehlen, umzuzwitschen. Definitiv. Ja, ich setze gerade Stacheln. Das ist auch gerade emotional Oh, das wichtig. ist spannend. Also, ich würde bei Extreme gucken. Ja, Also ich, meine letzte Folge war eine Schaufeln. Oh, spannend. Ich gucke nur bei Killy. Kann mich Ja, nicht ich habe entscheiden. über 3000 Erde gesammelt. Aber Ach, spannend wird es allemal. ganz ehrlich, im Zweifel bleibe ich bei Sponti. So. Ja. Eigenwerbung, ne? Was? Immer die Wieso beste. Eigenwerbung? Ich meine das Aber ehrlich, ich gucke immer bei denkt, mir. wie gesagt, denkt immer dran, wir haben jetzt Tag 14. Meint, das wird richtig spannend. Also Lirina schreibt, das Spiel sieht schon echt hübsch aus, tolle Grafik, catcht mich schon ein bisschen. Das mit den Bauern ist auch etwas, was dafür stimmt. Und ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel auch regnen kann. Nice. Ja, in dem Spiel kann es regnen. Man kann auch überhitzen, man kann frieren. Man hat halt auch ein Wohlempfinden, was man steigern kann, ob man sich jetzt wohlfühlt oder unwohl. Damit hat man dann mehr Leben und mehr Ausdauer. Das haben sie auch vor 3, 4 Alphas reingebracht. Also ja, das gibt es alles im Spiel. Und nein, Vanni, wir haben keine Kakteen hier, was auch ganz praktisch ist, denn ja, es ist ja auch keine Person da, die an Kakteen sterben Richtig. würde. Was? Was? Nee, also ich habe da gerade an Was? jemand ganz anderes gedacht, ja? Was? An Ja, jemand, der dich? auch sehr, sehr gut an Kakteen gestorben ist. Ja, du. Nee, eigentlich bist bisher nur du an Kakteen gestorben. Nein? Doch. Doch. Nein? Ich weiß, du hast deine letzte Staffel einfach mal so ausgeblendet, wie, so gut wie es ging, ja, aber nein. Nein, ich bin nicht an. Bin ich? Nein. Du doch nicht. Nein, ich glaube, das war in der letzten Staffel, war das der Nexus, der im Kaktus gestorben ist. Ich bin noch nie an einem Kaktus gestorben. Du doch nicht. Ich meine auch den Nexus. Ach so, ja, gut. Ja, gut. Also. Oh, Terrorhasi schreibt gerade, dass er am Anfang des Spiels praktisch Chili mit Bohnen gegessen hat, ja, Durchfall bekommen hat und dran gestorben ist. Kann man natürlich auch mal machen. Ja, also man kann hier dem Spiel wirklich blutige Diarrhoe kriegen und daran sterben. Also so krank das klingen mag, ich meine, das geht ja auch im echten Leben, ne? Also man sollte nicht drüber lachen. In Dritte Weltländer oder so gibt es halt immer noch durch die Gesundheitsversorgung und also Probleme halt auch noch so tödliche Diarrhoe. Und im Spiel wird es halt auch so dargestellt, weil man halt in der Zombie-Apokalypse ist und natürlich nicht mal zum Facharzt gehen kann, mal eben so. Dr. Sponti ist doch da. Ja, ich bin noch da. Und man muss halt auch dazu sagen, Chili brennt immer zweimal. Ja. Ja, also, und wenn Gut, man beim dass die zweiten Mal das Bohnen nicht, dass man das nicht da, wenn singt. man da nicht, nee, das ist ein ernstes Thema. Wenn man beim zweiten Brennen nicht ordentlich aufpasst, weißt du, dann kann das schon einen richtig ordentlich wegflappen. Ja, klar. Jo. Das wollten wir alle hören. Nee, klar, du, ja, nein, das war nicht auf Terrorhasi bezogen. Ach, Quatsch. Ach Quatsch, nein! Da hast du bestimmt auf Killy bezogen, auf Killy.
Ja, natürlich, natürlich. Er macht auch. Ich muss den Zodiac hier in Schutz nehmen, weißt du, er bringt sich gerade selbst in Bredouille, da muss ich ihn erstmal einen Ausweg schaffen. Ja, so wie in DPD, man muss halt auch sein, schreibt Lirina. Und Vanni schreibt, Bambusleitung, was? Aus Bambus gibt's gar keine Leitung. Aber das wäre wenigstens ein Jugendwort des Jahres gewesen, das jeder auch versteht, Bambusleitung. Also das stimmt jeder, allerdings. Der sich irgendwie mit Internet beschäftigt, weiß, wenn man sagt, du hast eine Bambusleitung, dass man halt echt schlechte Internetverbindung hat. Deine Leitung, Merkel. Ich weiß nicht, was das heißt, aber die Jugend sagt das. Wahrscheinlich habe ich es richtig von benutzt, aber wahrscheinlich auch nicht. Irgendwie sowas. Ja, dein Leid verspricht etwas, aber hält sich nicht dran. War Zodiac drei Frauen bei Stream? Ich spiele nur mit einer Frau. Bitte was? In der Regel. Was in der Regel? Was? 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 Oh Gott. Oh. Ja, der Zodiac nee. Mobbt wieder. Ich glaube, Starbone fällt heute aus. So. Anna knicken heute. Mädels mit Männerstimmen. Hallo, ich habe aber wohl eine liebreizende Goldstimme. Ja. Aber wenn, nee, also jetzt muss ich ja mal sagen, wenn einer hier das Mädchen ist, bin ich das. So. Weil ich die hübscheste weibliche Stimme hier habe. Deswegen muss ich auch immer die Sprechrollen für Mariah Carey und so übernehmen, wenn die singen. Mit ihren kratzigen Raucherstimmen. Ja, klar. Boah. Für Whitney Houston, I will always love you singen, ne? Also das war schlimm. Das war schlimm. Musste ich damals aber machen, deswegen ist meine Stimme auch leicht in die Tiefe gefallen, muss ich sagen. Weil ich das zu oft machen musste. Weil ganz ehrlich, sie wollte keiner hören. Prinzessin ist Bocky. Er gibt ja gleich Prinzessin ist Bocky. Nö, spiel jetzt nicht mehr. Bleib jetzt hier stehen. Das ist zurücknimmst. Nein, ein bisschen muss ich ja bauen, die Horde kommt bald. Aber ich mach nicht mehr viel. So. Wollte nur gesagt haben. Ja, mit bockigen Prinzessinnen kenne ich mich aus. Bin ich ein großer Meister drin. Ja, kenne ich. Ich wurde. Hatte ja auch immer den Spitznamen Prinzessin Mac. Aber das war nicht wegen dem bockig sein, sondern weil ich immer die Person war, die als letztes rausging. Achso, ich dachte, du warst die Person, die als letztes immer was von Mac jetzt kriegt. Genau, ja, so, ja. Warte, Mac. Den hast du nochmal verdient. Mac. Ja, der war so schlecht. Jodi, ja, ganz ehrlich, ich kann keine Zicke sein. Ich fange nicht mit Z an. Boah, mein Chat mobbt mich. Mein Chat mobbt mich, ja, das kann mal, doch nicht angehen. Wenn deine eigenen Zuschauer schon sowas schreiben, dann muss darin die Wahrheit liegen. Dann muss es einfach so sein. Nein, die lügen. Die gucken gar nicht bei mir zu. Ja? So. Das habe ich euch gegeben. Ich mache gleich die Bitrate-Höhe mit Druckelt. Das nennt man Abonnent. Nah am Abonnenten sein, weißt richtig. Du? Richtig. Alter, hart, also eine harte Drohung hier. Ja? Also, naja, so viel reden tut er ja wie eine Frau, wird geschrieben gerade von Vanni. Ja, als Let's Player ist es eine gesunde Krankheit, möchte ich erwähnt haben. Ich wollte gerade sagen, als Let's Player muss man ja viel reden. Aber bei Sponti ist das natürlich schon sehr ausgeprägt, das Syndrom. Ein bisschen zu viel. Ja, das Let's Play-Syndrom. Ja. Muss man sagen. Ja, das Problem ist. Du hast schon wieder einen Tastenklick mehr gekriegt. Das Problem ist ja einfach, weißt du, wenn Selbstverliebtheit, ja, weißt du, Mögen des Redens und es lieben, deine eigene Stimme zu hören, aufeinanderfallen. Das ist natürlich gefährlich. Und wenn ihr dann noch Zugang zum PC gibt, zum Let's Play aufnehmen. Und dann die Tatsache des Nichtskönnens. Dann, richtig, dann entsteht richtig. Dieser Faktor, der Sponti-Faktor. Richtig, der Sponti-Faktor. Und das ist eine tödliche Mischung. Viel reden und viel Mist kommt bei raus. Das ist der Sponti-Faktor. Daran habe ich lange gearbeitet. Ist auch ein Geheimrezept und bleibt auch so lange in meiner Familie, wie ich es behalten kann. Oder zu Geld machen kann. Eins von beiden mit alle. Jetzt muss ich auch mal gucken. Quatsch. Zerspondi. Zerspondi bin ich nur, wenn ich topeln. Da wurde ich Zerspondit. Ja, die wird immer nicht laut lesen. Außerdem müssen wir dich auch mal ärgern, sonst sind die anderen traurig. Ja, da hast du recht. Man muss auch mal mich ärgern, damit die anderen nicht so traurig werden. Sonst gehen wir immer gemeinschaftlich in Horde praktisch auf die anderen drauf. Hast du recht. Hast du recht. Und ich kann es hier ab.
Genau. Extreme mit dem Balkon. Da war so ein Auge. Absolut. Ja, das spawnt sich mal wieder. und Kitty? Du auch hier. Stimmt, Killy. Was ist da los bei dir? Ja, ich helfe dem Spotty. Ja, was passiert hier? Aber du willst ja nicht immer nur Gehilfe sein, Killy. Du willst ja auch mal da oben stehen und der sein, der da rumkloppt. Richtig, wird auch mal der Killy sein. Ja, ich bin eh wieder das Opfer. Was? Wieso diese negativen Gedanken? Resignation ist das erste Zeichen vom Zombie-Sein. Ja? Ich bin doch eh wieder das Opfer. Das sieht man wieder, weißt du, unsere LPT-Partner lieben uns einfach, ja? Die fühlen sich richtig wohl bei uns, ja? Weißt du, da merkt man, sie spielen nur noch aus Angst. Das ist richtig. Eigentlich denken sie schon am Anfang der Aufnahmesession, wann hat das ein Ende? Muss es denn wieder sein? Oder, yo, ich hol mir meine tägliche Dosis Mobbing ab, oder? Richtig. Ist ja auch so ein gewissen Grad an SM, ja? Den man einfach ausleben muss. Cyber-SM praktisch. Oh Gott. Ist klar. Oh Gott, ja, wir haben ja jetzt schon weit nach 12 Uhr, also das ist die Probleme so stark sinkt. Darüber dürft ihr euch nicht mehr wundern, ey. Echt, also da muss ich den Killy mal in Schutz nehmen, das ist okay. dann ich bin schon im Halbschlaf hier. Also, weil er hat, Kopf auf den Tisch, weißt du, nur den einen Finger an der Maustaste, weißt du, und macht immer weiter mit Mauerbau. Ja, rechtsklick. Ja, Terrorhasi, das ist praktisch der Zweitname von mir. Der Gratis-Mobbing-Channel. Ja, also wenn du wissen willst, wie du Kinder und andere Menschen mobben kannst, gerne bei mir einschalten, lernst du was dazu. Ja? Oh. Hey, Sponti, du hast doch was übersehen. Du bist wo? Ja. Geht's aber echt los hier, ey. Verstehe ich nicht. Ach, es ist so wunderschön, die ganzen Stacheln aufzuwerfen. Ich will das nicht. Das war extrem. Ja, sagst du, Stachel aufwerten ist schon was Interessantes und Spannendes. Ja, genauso wie so, wie spät haben wir es? Wir haben es 17:39. Wenn mich jetzt auch mal mit an die Stacheln ranmachen. Die eine Seite ist von den Stacheln komplett fertig. Ich will mich nicht mit an die Stacheln ranmachen. Ich mache die Mauer fertig, weil sie viel wichtiger ist. Als die blöden Stacheln. So. Wow. Bauer können nur Leute bauen mit Köpfchen. Wird ja ganz schön aufmüpfig hier. Also bist du fehl am Platz da. Ja, Bauarbeiter ja immer gern mit Abitur gesehen. Stachel aufwerten. Terrorhase, ich weiß nicht, was für eine Andeutung das sein soll. Ich kann mir ja gar keinen Reim draus machen, was du damit jetzt meinst. Ja, Stachel aufwerten, ne? Ja, Stachel aufwerten. Ja? Ja? Nee, darauf gehe ich gar nicht ein. Nein, darauf gehe ich gar nicht ein. Also es gibt Punkte im Leben, wo man einfach mal ein Komma setzen muss. Stimmt. Und hier setzen wir einen Punkt. Also Stacheln aufwerten. Richtig, Stachel aufwerten. Punkt. Ja? Irgendwo auf der Welt ist es noch nicht 0 Uhr und deswegen müssen wir uns natürlich kindgerecht unterhalten. Oh. Dam, dam, dam. Oh, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Das stimmt allerdings. Und das finde ich auch eindeutig zweideutig. Oh ja. Ja, das stimmt voll. Boah, ich glaube, ich mache schon seit 20 Minuten nur das, was ich jetzt mache. Nicht nur. Und mein Holz ist immer noch nicht alle. Das wundert mich eigentlich am meisten. Ach, ich dachte ja, von wegen, baust du ein bisschen Mauer? Was? Woher? Ich hab gefarmt. Oder hast du hinten wieder die Bootframes abgebaut? Natürlich. Weißt du, ist genau, die eine Mauer fertig, weißt du? Komm ich zurück, ist die andere Mauer weg? So, ich dachte, wir wollten hier vergrößern. Du hast doch gesagt, hol Holz. Ich blute? Nein, wegen dieser blöden... Nee, ich hab gerade ein Herzinfo geladen. Schade, das hätte ich ja lustig gefunden, ne? Ey, den Rucksack hätte ich zerschlagen. Du bist so... ein ekelhafter, ne? Was? Ich, fürs Team. Also, für mein Team. Zum Lachen. Ja, genau. Oh, was ist das denn für ein Ü-Ei? Puff. Hier ist der Rucksack. Sag mal, wo seid ihr denn eigentlich? Ich hab da jetzt die Seite komplett fertig gemacht. Ja,
Und ich bin jetzt einfach komplett rumgegangen und ich sehe euch die ganze Zeit nicht. Also wir sind aber innerhalb der Mauer. Ach so. Da, wo das Holz immer besser wird. Ja, mir kommt irgendwie so vor, als würde ich die ganze Zeit allein ungefähr. Ja, wir machen Tee-Party. Das liegt ich um mein Holz. Ja. Sagt mir gar nicht. Was? Holz? Ich um mein Holz. Ja, ich muss sagen, ich so. Was, du kennst das? Musiktechnisch bin ich auf dem Stand vom vor Mauernfall. Sponti, das ist jetzt wirklich. Du kennst. Extreme. Du kennst ich Ding. Und mein Holz nicht. Ding. Man kann es auch lackieren. Nee, ich singe es jetzt nicht. Ding? Zuschauer wollen es. Wenn das mindestens ja, zwei das, Leute in deinem Chat das wollen, musst du es singen. Das ist ja so, als wenn du das eine Lied nicht kennen würdest, hier Stoff und Gras oder Stift und Block, zum Beispiel die Verarsche von Joko und Klaas davon. Sag mir nicht, die kennst du auch nicht. Ich kenne Joko und Klaas. Aber du kennst die Lieder nicht. Ich kenne die Lieder nicht, nee. Aber woher denn auch? Ja, also ganz ehrlich, ich muss ja gestehen, wenn ich zur Arbeit fahre oder zur Montage dann fahre, die Dinger laufen, also liefen zumindest meine Zeit lang hoch und runter im Radio. Ja, kaum Radio, ich krieg kaum was mit. Das ist nicht schlecht von mir, das ist einfach, ich habe keine Zeit. Wenn ich mal den Fernseher anhabe, dann ist da wirklich Nachrichten am Laufen. Und wenn ich mal Radio anhab, dann ist es wirklich nur irgendwie nebenbei bei etwas, wo ich nichts mitkriege, wie zum Beispiel Kochen oder andere Sachen, die man jetzt nicht so erwähnen möchte. Wie beim Abwaschen. Ja, also dreckige Sachen, ja, Geschirr, Wäsche und so. Ja, dabei läuft ein Radio, aber da achte ich wirklich nicht darauf, was da läuft, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ganz ehrlich, ich gucke ja auch überhaupt gar kein Fern mehr und also seit Jahren null, läuft höchstens immer bei Sport-Events oder so, aber Radio ist das Einzige, was ich so mit halt bekomme durch Arbeit halt. Aber so selber würde ich jetzt zu Hause auch nicht einfach so Radio hören, warum auch. Aber Arbeit. Ja, genau. Eben, wir haben hier Klopfgeräusche. Warum soll man da noch Radio hören? So ein Beat, das ist unschlagbar. Ja, Terrorhasi, dreckige Sachen werden dann gemacht, wenn Radio angeht. Wie ich ja gesagt habe, dreckige Wäsche waschen, dreckiges Geschirr waschen, dreckige Katzis waschen. Nanni, du kannst jetzt auch endlich zuhören, das freut mich. Wieso? Baut sich das doch jetzt zu? Nee, sie hatte da vorhin selber gestreamt. Ach ja. Was hat die liebe Nanni denn gestreamt? Hauptsächlich Ark. Ark? Ark, ja. War das Ark? Das Wort, geht was groß geschrieben wird. Ark. Was? Ark. Das geht mir das Kilo runter. Was? Das war Privark. Oh, nee, Sponti. Sponti, wirklich. Nee, der war jetzt wirklich mega schlecht. Ey, das war meine Ark, ja? Oh, da muss ich doch noch hinterherhauen, ey. Ja. Das war meine Ark, Alter. Ich sammle die Zirpen. Mhm. Irgendwann habe ich ein Zirpkonzert. Da hast du endlich in die Bonusrunde geschafft. Herzlichen Richtig. Glückwunsch. Die Superzahl gekriegt praktisch. Ja, du durftest den Klatschunterricht auch zweimal machen. Oh, ich muss. Übrigens kann ich meinen Namen klatschen. Oh Gott. So. Also so, diese Aufnahmesession war auf jeden Fall bisher sehr, sehr lustig. Jeden Tag. Ich tue jeden Tag üben. Ich kann auch fast schon als Alphabet klatschen, in Reihenfolge. Auf dem Kopf, im Stand. Das will ich sehen. Nein. Du für Privatforschung. So, 34 Punkte zu vergeben. Ja, Punkte kann ich auch gleich nochmal vergeben. Oh, also, wie viel Holz habe ich denn noch? Also, ist bald zu Ende. Wird auch Zeit. Ich habe noch 2,8. Habt ihr eigentlich einen Zimmermannshammer oder kloppt ihr die ganze Zeit mit einer Steinaxt? Steinaxt. Ist das euer Ernst? Nein. Nee, Kili ist nicht unser Ernst. Ihr kloppt die ganze Zeit mit der Steinaxt. Und ich hänge hier die ganze Zeit und baue mir einen Zimmermannshammer nach dem anderen und brauche nur einen Schlag für eine Aufwertung. Ja, hast recht, Sonny. Ich hab sogar einen. Oh Gott. Gut, dass ich das jetzt mal so nachfrage, nachdem wir 4 Folgen bauen oder so. Ja, super. Und ich super. Mich wundere, warum ihr immer noch nicht da hinten auf der einen Seite fertig seid. Meinst du Clownhammer, ja? Ja.
Ja. Ah, hab ich so, bin ich schon lange. Eine Minute 40 habe ich. Wie? Das will doch keiner sehen. Na klar, Terror, das will jeder sehen. Jeder. Und ich wundere mich, warum der Killi so schnell ist, weißt du? Ich denke mir die ganze Zeit, wieso seid ihr denn immer noch da hinten? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich bin viel schneller. Ich bin Alter, da hat er auch noch Ansprüche, Killi. Hörst du das? Ja, ich merke schon. Ja, ich alleine arbeite effizienter als ihr. Effizienter kann er gar nicht sein. Ja? Und uns wird die Mauer nicht stehen. Aber wir haben Spaß. Wir haben Spaß dabei, ja? Wir lieben unsere Arbeit hier. Wie mit den alten Methoden, ja? Und Nanni schreibt nur, ich und mein Holz. Holz. Das waren ihre Worte. Das kleine Küken piept. Dann sollst du uns mal ein bisschen Holz Küken geben. Piept. Hm? Oh, und das kleine Küken macht piep. Kennt ihr das noch? Oh, ja, oh, das kleine Küken macht piep. Das kleine Küken piep. Kleiner Hai. Oh, boom, das war boom, ja ganz schlimm. Boom, kleiner Hai. Es gibt aber immer wieder diese bestimmten Lieder. Ja, wie ist das nochmal? Schnieschna, Schnappi? Oh, genau, ja, das auch. Immer wieder diese komischen Lieder, die es irgendwie dann... Aber das sind doch so Ohrwurm-Dinger, die sind einfach so schlecht irgendwie, aber so einfach zu merken und jeder singt das irgendwie mit. Ja, das ist halt ähnlich wie mit unseren Folgen, weißt du? Ja, genau, jeder guckt wenig, das wenig Inhalt, aber, weißt du, aber das bleibt haften. Ja, man fragt sich dann nachher immer noch so, was haben die eigentlich gemacht? Was war denn in der letzten Folge los? Was? Ja. Ich nicht. Also, wenn einer jetzt in der letzten Folge eingeschaltet hat, ja, und dachte sich, boah, ey, da schaue ich mir doch gerne nochmal die nächste an und kommt jetzt in die Folge rein, habe ich den wieder verloren. Genau. Will ich nur mal erwähnt haben. Ich habe übrigens kein Holz mehr. Kein Holz mehr. Kein Holz mehr. Aber dafür habe ich jetzt auch einen Zimmermannshammer. Ach so. Kann den halt nicht mehr verwenden, nicht wahr? Ja, läuft. Ja gut, hier auf der anderen Seite sieht es sehr stabil aus, denke ich. Moin Zombie-Bros, willkommen. Ja, ich hab noch 1000. Lust auf Minecraft-Hexe? Oh, das. Ich drück dir die Daumen. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, Todiak, dass du jemanden findest. Gut, aber wir finden jetzt auch zum Folgenende, wenn ich auf den Timer gucke und ich habe leider kein Holz mehr und wir haben 21. Oh, scheiße, wir haben 21 Uhr. Wir haben 21 Uhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Passend zur nächsten Folge, zur nächsten Aufnahmesession, ja, werden wir dann wohl die Tag 14 Horde erleben. Hier in unserem jetzigen Heim, obwohl wir hier irgendwie nicht mal groß laufen können. Ich muss mein Inventar entmüllen. Verdammt. Ja, muss ich auch noch schnell. Und das machen wir aber zwischen den Folgen. Wir beenden mal ganz fix die Folge hier und sagen, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Die Links sind in der Beschreibung, falls ihr das Gekloppe vom Spontan Extreme sehen wollt. Und ja. Tschüss. Tschüss.